Hart, aber fair. Also, keine Ahnung. So alle Minute mal ein Safe State. Safe State ist, glaube ich, gerade das falsche Wort. Ich meine, so ein Quick Save. Quick Save. Ein Autosave. Jetzt habe ich das Wort. So alle Minute mal. Weil dann ist der Frustmoment nicht so groß. Oder an wirklich gut gesetzten Kontrollpunkten. In wirklich kurzen Abständen. Dann kann das Spiel auch von mir aus bockenschwer sein. Aber du bist nicht so extrem gefrustet. Und sowas will ich mal wieder. So. Jetzt zerfall, du Baum. Ich zünde dich an, du Dreckskerl, wenn du nicht verschwindest. Ah, er zerfällt. Ich habe einen Erfolg zu verbuchen. So. So, hau ich hier mal rum. Was könnte ich denn noch Schönes erzählen oder drüber labern? Ist immer so schwer, Themen zu finden, und jetzt gerade würde sich mal wieder ein Thema anbieten, wenn ich hier am Holz zerkleinern bin. Ich bin die Holzzerkleinerungsmaschine. Es sieht so aus, wie das nichts mehr drin ist. Aber das Gefühl kann täuschen. Habe ich Dirt? Nein, habe ich nicht. Ich habe aber schon Stack Holz fertig. So. Teleportiere ich mich mal hier hoch. Ich wusste es doch, dass hier noch so ein Dreckskerl ist. So, mitgenommen. Sie sind festgenommen. Alles, was sie sagen, wird und kann und wird gegen sie verwendet. Haha. Ich würde gerne wissen, ob das wirklich irgendein Polizist auf der Welt sagt. Vielleicht in Amerika, aber ich glaube, das ist einfach nur Filmgewäsch. Glaube ich nicht, dass die das wirklich sagen. So. Natürlich darf ich dann auch gleich wieder pflanzen. Okay, jetzt dürfen ein paar Birken noch dran glauben. So, was erzähle ich denn? Was erzähle ich denn? Ich weiß es nicht. Ich klopfe einfach mal auf die Bäume ein und dann mal gucken. Vielleicht laber ich, vielleicht nicht. Und jetzt will ich mal eine Menge Holz hier mitnehmen. Nicht, dass ich die. Ah, gut, ich war eigentlich schon länger nicht mehr wegen Holz unterwegs. Hat sich eigentlich hier recht gut jetzt gehalten. Da war die letzte Forstrunde mal echt gut. So. So. Und natürlich will ich auch mal wieder irgendwas bauen, aber ich weiß nicht was. Habe ich immer so keinen Plan, was ich bauen soll. So. Ich finde auch nie die richtigen Stellen dazu, wo ich was Anständiges bauen könnte. Bei mir ist es mit Minecraft so, ich muss so eine richtig Bam-Stelle sehen und da mal hinbauen, und einfach aus dem Nichts, das ist immer so gekünstelt irgendwo. Wie zum Beispiel mit meinem Häuschen, das war eigentlich cool. Ich spawn, sehe den Hügel und denke mir so, da muss das Hüttchen hoch, und so muss das laufen in Minecraft, weil irgendwas müde hingestellt. Ist auch irgendwie blöd. Aber ich finde auch die Leute krass, die sich im Server treffen und so einen Timeplant machen. Also gebt mal ein, YouTube, Timeplant, aber guckt euch erst die Folge fertig an.
mal Timeland eingeben und dann gucken, was die so machen. Das ist abartig. Die bauen Staudämme, die bauen... Ach, eine U-Bahn. Einfach geil. Das ist so ein Megaprojekt, da helfen keine Ahnung wie viele Leute mit, 20 Leute auf dem Server. Und dann bauen die das. Und jeder hat Peil irgendwie, das finde ich faszinierend. Ich würde gerne wissen, ob sich die wirklich untereinander kennen oder sich zufälligerweise auf dem Server treffen. Oder wirklich im Facebook vielleicht ausgemacht wird, so Minecraft, Timeland. So ungefähr. So eine Art Flashmob. Finde ich faszinierend. So, eine Axt habe ich noch. Finde ich faszinierend, was die auf die Beine stellen, was die da bauen. Das ist wirklich bauen vom Feinsten. Und das sind echt geile Sachen dabei. Gut, wenn man mehrere Leute ist, da steckt man sich eigentlich mit den Ideen eigentlich gegenseitig an. Deswegen bin ich auch ab und zu auf YouTube unterwegs und guck so rum, was andere Leute so bauen, dass ich Ideen sammeln kann für bestimmte Sachen, die mir gefallen und vielleicht sogar besser mache. Oder ummodel, dass sie mir besser gefallen. So ist es besser gesagt. Es gibt bei Minecraft eigentlich kein besser und kein schlechter, weil jeder muss so bauen, wie es einem gefällt. So. Jetzt muss ich dann echt mal gucken, wie viel Holz ich schon habe. Aber lieber habe ich zu viel als zu wenig. Ach, da geht noch was. So. Aber Timeplan-Projekte brutal. Hut ab vor den Leuten. Vor allem in der Geschwindigkeit, wie die das bauen. Faszinierend einfach. Was ich da schon Projekte gesehen habe. Den Staudamm zum Beispiel. Finde ich echt cool. Vor allem mit einem Hebel so Art Schleusen aufgemacht, dass dann Wasser rauskommt. Aber wirklich nur über einen Hebel bedient. Ist echt cool. Gut, ist jetzt glaube ich nicht mal so schwer, wenn man sich mit Redstone ein bisschen auskennt, aber im Eifer des Gefechts und dann, dass da keiner aus Versehen weiter dran rummäkelt oder irgendwas, finde ich cool. So. Jetzt aber, ist aber hier mal Ruhe, weil jetzt dürfte mal das Holz reichen. Ja, dürfte reichen. So, jetzt brauche ich die Setzlinge. Zubuff, zubuff. Natürlich forsten wir den Wald auch gleich wieder auf. Wir sind ja keine Umweltunmenschen. Sammeln noch ein paar Setzlinge ein. Weg mit dir, so. Ah, hier kriegen wir mal so ein richtig schönes Wäldchen hin. Mittlerweile muss ich auch nicht mehr ganz so weit laufen, bis ich endlich mal bei meinem Wald bin. Im selbst angepflanzten. Hat alles seine Vorteile. So. Mal wildes Gesetze hier vom Bäumchen. So. Hier habe ich auch noch 11 Stück von. Hier kann einer rein. So, ich krieg schon wieder Setzlinge dazu. So. Jetzt mache ich hier noch ein paar hin.
dass der Wald ein bisschen dichter wird. Und dass mir das Holz nicht ausgeht. So. Wenn jetzt die 5 Blätterblöcke mal noch verschwinden könnten, wäre cool. Schweini, 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 Schweini. So. Wie spät habe ich es denn schon wieder? 1,5 Stunden, was ich jetzt schon wieder aufnehme. Ich könnte eigentlich noch ein Stück länger. Wäre eigentlich nicht verkehrt. Und das mache ich auch. So. Weißt du nicht mehr, was ich machen soll? Außer jetzt mal kurz überlegen. Überlegen. Eine Weizenrunde muss ich nicht drehen. Habe ich eh schon so viel. Ich glaube, ich mache mal eine gezwungene Pause. Weil ich jetzt echt nicht weiß, was ich jetzt noch machen soll. Vielleicht habe ich bis nächstes Mal wieder Ideen. Und ich sag dann danke fürs Zusehen und tschö. Bis zum nächsten Mal. So Leute, da bin ich wieder beim Minecraft. Was mache ich denn heute Schönes? Ich hatte jetzt eigentlich vor, dass ich jetzt den Boden vom Lagertrakt vom Haus irgendwie fertig mache. Und da ist mir so spontan einfach mal mit Ziegelsteinen eingefallen, dass ich das mit Ziegelsteinen verkleide. Und natürlich muss ich mir jetzt da auf Suche begeben nach Lehm. Denn ich wüsste nicht, dass ich den schon irgendwie parat hätte. Hier. Deswegen gehe ich jetzt mal hier hinten auf Suche. So, sandtechnisch mehr in die Gegend. Oder hatte ich nicht schon Lehm? Hatte ich nicht schon Lehm gefunden irgendwo? Ich könnte mich entsinnen, ja, aber wo? Vielleicht hier drinnen? Aber es sieht eher schlecht aus. Da bin ich ja auch schon auf Stein unterwegs. Deswegen suche ich jetzt mal das Flussufer ab. Vielleicht ist er hier doch irgendwo im Nirgendwo. Ein bisschen Lehm. Muss ich ein bisschen auf Tauchstation gehen. Na. Da ist mein Monitor ein bisschen falsch gestanden. Was ich hier mehr sehen könnte. Ja, schon wieder das Geräusch bei hier. Ja, voll zum Kotzen. Na, hier sieht es jetzt noch nicht so aus, als würde ich hier auf Lehm stoßen. Aber ich glaube, der Fluss geht hier noch weiter. Also da bin ich mal sehr zuversichtlich, dass ich da was finde von. Oh, das könnte ich mitnehmen. Wenn ich schon mal hier bin. So, wenn wir es schon finden, wieso nicht gleich mitnehmen? Können wir gut brauchen für die Bücher. Also für den Notfall hätte ich auch Korn dabei, falls ich irgendwelche Tierchen finde, die ich in meine kleine Herde aufnehmen könnte. Momentan ist sie ja noch ziemlich klein, die ganze Herde. Aber ich hoffe, das ändert sich bald. Weil ich will ja nicht nur von Brot leben. Fleisch ist halt doch um einiges besser. Gibt auch ein bisschen mehr Lebenspunkte. Habe ich die Schere dabei? Ja, habe ich. Schaf, du bist gleich nackt. Pudelnackig bist du dann. Ich will dich nackig sehen. Ja. So gefällst du mir. Nein, jetzt hätte ich schon gemeint, dass ich Lehm gefunden hätte. Nee, ist schon Sand. Ist ja doof.